Aufnahme starten. Sollte jetzt hier eigentlich wieder gehen, wie gesagt, wegen der Aufnahme. Tut mir leid, das heißt, wir werden den ersten Teil der Aufnahme vorerst mal nicht haben. Was natürlich nicht allzu schlimm ist. Hoffen natürlich, dass trotzdem einigermaßen alles wieder, piccolobello wird. Und wir warten jetzt hier auf die Spieler von Prodigy God. Scheinen aber bisher noch nicht reingekommen zu sein. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal kurz Discord öffnen und natürlich nochmal die Spieler einladen. So, hier nochmal aufzugucken, ob die Spieler wirklich gelöscht wurden. Pacify. Ich das sah hier. So. Also, wir sind jetzt hier, wie gesagt, ready, haben jetzt hier nochmal alles offen. Ich hoffe natürlich, ihr seid hier auch einigermaßen wieder gespannt hier dabei. Und währenddessen ich hier nochmal schön alles gelöscht habe, können wir natürlich eigentlich hoffen, dass der Stream einigermaßen gut kommt. Wir müssen jetzt aber trotzdem noch kurz das Team jetzt hier von Prodigy Gods anschreiben, dass die Jungs jetzt hier reinkommen. Bitte joinen. Okay. So, das haben wir natürlich jetzt hier den Jungs hier nochmal geschrieben. Wie gesagt, das heißt natürlich für uns, dass wir jetzt hier gleich nochmal in dieses Match reinstarten, meine lieben Damen und Herren. Nochmal Prodigy Gods gegen das Team jetzt hier von Swiss Incredible Rebels. Jetzt hier ist die natürlich die höchste Liga. Und das heißt für euch hier nochmal absolut Hype in den Chat reinballern. Die Jungs sollten jetzt hier mittlerweile joinen. Und wie gesagt, wir sind hier immer noch sehr gespannt, wer das Ganze mit rausholen wird. Wie gesagt, den Vote findet ihr nebenbei natürlich auch unten dann nochmal im Stream drin. Oder was sagt, findet ihr unten, und was sagt, den VOD seht ihr dann nachher alles über YouTube. Das könnt ihr natürlich unter dem Stream, könnt ihr das Ganze nochmal nachgucken. Da findet ihr den YouTube-Account, wie gesagt hier ProtextCasts. Das wird auch der, ja, da wird es dort sein, wo man das Ganze natürlich sehen kann. Und ich hoffe natürlich alle, ihr habt jetzt hier einigermaßen nur einen schönen guten Tag vor euch. 5 Water Prodigy Gods, alright. Das ist natürlich sehr krass. Also, währenddessen machen wir das sonst auch nochmal kurz einen kleinen Twitter-Feed, dass das Match jetzt hier mittlerweile auch wieder am Stüssel ist. Also wie gesagt, jetzt eine große Pre-Show machen wir jetzt hier nicht leider. Und das heißt natürlich, wir sind jetzt hier finally ready auf dieses Ding. Machen jetzt hier nochmal alles zum Schließen. Und das heißt natürlich, wir gucken nochmal die Lobby an. Und da warten jetzt hier mittlerweile auch schon 9 Spieler auf uns. Das heißt, wir warten noch auf einen einzigen Spieler, bis das Ding jetzt hier mittlerweile gestartet werden kann. Ich hoffe natürlich an alle von euch, dass ihr jetzt hier nochmal ein schönes letztes Match haben werdet. Wir haben ja mittlerweile 26 Zuschauer. Auch das mega, mega, mega fettes, großes Danke an euch, meine Lieben. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich, das wird ein geiles Match. Ich hoffe natürlich, das wird ein grandioses Match, das jetzt hier nochmal gezeigt wird. Der Ehrenmann, der Digga, ich bitte dich, auf deine Wortwahl zu warten. Achten, sonst heißt es weg. Und so, meine lieben Damen und Herren, warten jetzt hier nochmal auf den letzten Spieler. Nochmal Prodigy Gods, wie gesagt. Erstmal die Jungs jetzt hier von Swiss Incredibles Rebels dabei mit True Jimbo, Sam, Jam, Fatal Flash und natürlich Dexter. Und auf der anderen Seite haben wir Prodigy Gods unterwegs mit Flipsy, Flizzy, Bird und Qnus. Einer muss Game noch starten. Ach, das ist natürlich nicht allzu schlimm. Wie gesagt, wir haben zwar mittlerweile schon 10:30, glaube ich, aber trotzdem, wie gesagt, das kann man natürlich jetzt hier nochmal mitleben. Wir sind gespannt auf das Match, wir sind gespannt auf das ganze Ding. Und ich hoffe natürlich, ihr habt jetzt hier einigermaßen groß und viel Bock mitgenommen. Weil, wie gesagt, es ist ein absolut großes Matchup. Sonst würde ich mal sagen, gucken wir doch mal kurz auf die Strats an. Zwar, ne. Wo sind alle hin? Hatte gerade vorher eine Lobby mit 9 Personen drin, jetzt heißt es gerade noch. Achso. Ja, ich bin jetzt hier gerade nochmal partierend. Ne, wir werden jetzt die Stats mal angucken. Wir wissen einfach, Swiss Incredible Rebels ist ein absolut starkes Clubhouse-Team. Die haben auch schon im letzten Match stark gegen das Deranged-Team auf Clubhouse gespielt. Was natürlich sehr interessant ist, holten die ja ein 6-6 mit nach Hause. Wenn jetzt ein Prodigy Gods auf der anderen Seite jetzt auf Villa den letzten Matchtag natürlich gespielt hat, ist wie gesagt Prodigy Gods Academy Team.
Dort verlor man dann jedoch mit einem 1-7 gegen den Turtle Youngsters. Das heißt natürlich, Turtle Youngsters schnappt sich hier diesen Lead absolut big time, also wirklich groß hier erstmal raus. Und somit sind wir auch hier wirklich sehr gespannt auf dieses Match wieder hinein zu starten. Ja, Swiss Incredible Rebels jetzt hier mittlerweile. Wie gesagt, warten wir immer noch auf diesen einen Spieler. Oder besser gesagt, ich meine, bei Prodigy Gods warten wir noch auf den einen Spieler. Können wir nochmal auf das Match reinstarten? Wie gesagt, ich bin gespannt darauf. Ich hoffe natürlich, dass es auch einigermaßen schnell dann jetzt dann mal losgeht, weil ich bin schon ziemlich hungrig. Warte kurz, lass mich doch wenigstens nochmal kurz hier den Snickers, den ich mir gespart habe, dann mal vornehmen. Da ist er. Das kleine Essen, das braucht man jetzt einfach halt ein bisschen. Ja, ein bisschen nam nam, ne, hab ich gehört, nee. Nevermind, wie gesagt, nachher werden wir euch auch nochmal in einen weiteren Raid reinschicken. Das ist ja auch unser letztes Match vom heutigen Abend. Ich hoffe natürlich aber trotzdem, dass ihr sonst ein schönes Wochenende bisher hattet. Morgen Sonntag geht es dann wieder um 15 Uhr los. So. Währenddessen auch hier. Ja. Kann halt einfach nichts gerade sagen. Wie gesagt, wir haben schon halb. Und sagt gleich da. Ach ja. Ach gut. Beide Teams haben ready geschrieben. Oh, Crank! Let's go! Beide Teams sind ready, würde mal sagen, good luck, let's go. Prodigy Gods, ich habe vergessen einzuschalten, wer wo ist. Ich hoffe natürlich, alles ist richtig. Nevermind, starten wir jetzt hier mittlerweile wieder mit der Ingame-Szene. Ja, sollte eigentlich, nee, ich habe schon eingestellt, gut. Nevermind, habe ich nicht vergessen. Wie gesagt, wir starten jetzt hier mittlerweile mit dem nächsten und letzten Match vom heutigen Abend. Prodigy Gods gegen das Team jetzt hier von Swiss Incredible Rebels. Leute, zeigt nochmal ein bisschen Hype, zeigt nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein. Wir sind jetzt hier ready auf dieses Matchup. Ich hoffe natürlich, die Aufnahme startet, ist besser gesagt, ist schon dran. Was natürlich gut ist. Moin, meine lieben Damen und Herren, Ladies. Wie gesagt, wir haben jetzt hier mittlerweile den ersten Mappern oder besser den ersten Operator waren jetzt hier wieder vor euch. Und in diesem Fall wäre das jetzt hier erstmal der Maverick, der jetzt hier erstmal dezimiert wurde, natürlich auf ein neues Maverick natürlich hier. Ja. Ist jetzt hier erstmal draußen aus dem Breach Supporter, was natürlich gute Sache ist, spannende Sache ist. Allgemein Maverick natürlich eher eigentlich ein sehr, sehr starker Operator. Kurz hier erstmal verkackt hier mit dem Mappern. Okay, war kurz Operator am Fern. So. Wenn das hier nochmal kurz neu starten, wie gesagt, währenddessen haben wir natürlich auch Montagne, was halt hier für diesen Garage Push hier sehr, sehr ein guter Bann ist, hier nochmal rauszunehmen. Und ja, währenddessen können wir jetzt hier, glaube ich, fein mal alles schön reinschreiben. Maverick wurde hier gebannt auf Seiten von Prodigy, auf Seiten von Swiss Incredible Rebels tatsächlich. Oder genau, währenddessen wird jetzt hier als nächstes hier erstmal den Montagne rausgeholt, was natürlich hier wieder sehr interessant hier nochmal anzumerken ist. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist jetzt hier erstmal unser erster Operator-Start. Währenddessen hast du auch hier nochmal ein Kaid, was natürlich für dieses Electrifying sehr, sehr ein guter Bann ist, das ein wichtiger Bann ist. Und zu guter Letzt natürlich auch noch die Valkyrie, somit kann man hier finally die Bans nochmal ansetzen. Und das heißt natürlich hier vor uns hier noch kurz mal raus zu tappen, dass natürlich auch alles nachher richtig ist. Hier mit den Mob-Bans, wie gesagt, Dark und Zack, somit sollten eigentlich alle Map-Bands oder besser gesagt Operator-Bands drin sein. Wie gesagt, einzige Map vom heutigen Abend. Es ist Zeit jetzt hier auf diese wunderschöne, in diesem Falle Clubhaus reinzugehen. CCTV Cash wird der erste Spot sein, den wir jetzt hier anspielen werden. Meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, ich habe gerade irgendwas verkackt. Warte kurz. So, jetzt soll eigentlich alles fertig sein. Genau.
Runde 1, Swiss Incredible Rebels, Prodigy, Gods, kann jetzt hier mittlerweile loslegen. Wir, wie gesagt, sind absolut hyped auf dieses Ding und Swiss Incredible Rebels wird auch in der Defense starten. Das bedeutet natürlich für uns jetzt hier zum einen erstmal, dass Swiss Incredible Rebels jetzt hier natürlich hier die, so gesagt, die stärkere Seite als erstes hat, aber natürlich auf der anderen Seite jetzt hier auch mittlerweile Runde 1, einigermaßen, ich würde mal sagen, so gut wie geschadet werden kann. Also. Leute, könnt ihr ja mal schön nochmal in den Chat reinschreiben, was ihr so denkt, was jetzt hier in diesem Matchup passieren wird. Und ja. Ja, es ist Royal Stage, habe ich das recht, dann muss ich kurz nochmal den da machen. So, das heißt natürlich, ich hoffe natürlich, dass das jetzt hier mittlerweile geupdatet ist. Scheint noch nicht so. Also jetzt können wir, wie gesagt, fein in dieses Match reinstarten. Wie gesagt, Royal Stage ist es, ja. Ich habe vergessen, das erste, ja. Erstmal raus zu tun. Bin allgemein der Tag ist ein bisschen verkuckst an meiner Seite. Never mind. Haben wir jetzt hier mittlerweile den ersten Rundenstart. Wie gesagt, CCD Cash wird jetzt hier mittlerweile rausgespielt. Währenddessen warten wir natürlich mit den 2 Minuten und 30 Sekunden nochmal zu spielen. Jetzt hier auf diesen ersten Entry. Vor allem Swiss Incredible Rebels natürlich jetzt gegen ein Team von Prodigy Gods, was jetzt hier erstens mal ein anderes Lineup hat zum ersten Spiel. Man hat Flipsy dabei jetzt, man hat Crank dabei jetzt, was natürlich zwei absolute Top-Spieler sind und was mich natürlich hier nochmal ein weiteres Mal sehr, sehr interessiert hier, was jetzt hier aus diesem Ding rausgezogen werden kann, weil wie gesagt, zwei sehr geskillte Spieler jetzt hier dabei zu haben, kann natürlich ein absolut anderes Resultat bedeuten, dass man jetzt hier schon gegen Turtle gehabt hat. Trotzdem 2 Minuten jetzt hier nochmal zu spielen. Runde 1 kann jetzt hier mittlerweile losgelegt werden, währenddessen Long Anger auf Seiten von Fatal Flash in Richtung Logistic und 1 Minute und 50 Sekunden jetzt hier nochmal zu spielen. Also, meine lieben Damen und Herren, jetzt hier mal Ping ist draußen, weiß ungefähr, wo der Spieler ist. Und das ist natürlich einigermaßen gut. Jetzt Börde mit dem gegen Jam Opening Crack, also auf Seite von Prodigy Gods kann das einigermaßen jetzt hier natürlich gut ja, starten. Auf der anderen Seite ziehe ich jetzt hier nochmal schön eine ja, einfach My Panel geplaced und 1 Minute und 30 Sekunden hier nochmal zu spielen. Fatal Flash jetzt hier immer natürlich noch mit dem Long Angle gegen das Objective und der erste Entry ist down, den hat man da überhaupt nicht auf dem Schirm. Schön gespielt, jetzt Crank mit dem ersten Spieler jetzt hier gegen Fatal Flash und wow. Jetzt holt man jetzt hier nochmal schön den Spieler raus. Das heißt natürlich Jim mit der Kill gegen Greg, Flizzy mit der Kill gegen Sexter. Und das heißt aus den nächsten 2-4 Situationen Flizzy, aber hier mit dem nächsten Kill und Bird auch noch Send raus. Und das heißt natürlich sehr, sehr schnell. Ja, das wird, wie gesagt, das ist ein Mossfall-Match zum Glück. Nevermind, wie gesagt, sauberer Start für die zwei Teams jetzt hier. Das heißt natürlich, CCTV Cash wurde hier ganz, ganz schnell von Prodigy Gods gewonnen mit einem absoluten clean Rush, wenn ich hier nochmal anmerken muss. Und auf der anderen Seite wird jetzt hier mittlerweile auch natürlich das Match jetzt hier wieder angelegt. Wie gesagt, wir sind hier im Wald immer noch weiterhin gespannt. CCTV Cash wird ein zweites Mal angespielt und wow. Also so einen Start in dieses Game hätte ich nicht erwartet von Prodigy Gods. Aber ich würde mal sagen, Crank könnte man ein bisschen im Auge behalten. Der Junge, der hat ein sehr, sehr schnelles Movement gehabt. Also ich weiß nicht, wie schnell das der jetzt hier von A bis Z bekommt, von A bis W gekommen ist. Aber trotzdem, wow. Also, somit meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, starten wir mittlerweile in diese mittlerweile zweite Runde hinein. Für euch heißt es natürlich hier nochmal absolut, ja, Hype in den Chat. 22 Zuschauer ist natürlich nicht bad, hier nochmal anzumerken. Und somit meine lieben Damen und Herren, CCTV Cash, let's go. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Also, Runde Nummer 2 kann jetzt hier mittlerweile losgelegt werden. Ja, wie gesagt, das wird jetzt hier mittlerweile ein zweites Mal CCTV Cash sein. Also Swiss Incredible Rebels jetzt hier nach diesem ersten Runde halt wahrscheinlich selber ein bisschen schockiert. Hier nach diesem schnellen Rundenstart. Ist halt auch ein neues Roster, wie gesagt, vom Swiss Incredible Rebels. Und ich bin immer noch weiterhin gespannt. Somit starten wir jetzt hier mittlerweile in Runde Nummer 2 hinein. Ja, was natürlich jetzt hier bedeuten würde für Swiss Incredible Rebels natürlich jetzt hier eine Runde zu holen. Nicht, dass man 2 Runden hintereinander raus ja, lassen würde, was natürlich nicht allzu optimal wäre. Trotzdem, Rundenstart ist jetzt hier wieder da. Und würde mal sagen, good luck, wir fangen beide Teams natürlich hier nochmal. Und Flizzy auf der einen Seite, schöner erster Pre-Fire-Shot, probiert es hier schnell erstmal in diesen her, in dieses Game reinzusetzen. Natürlich auf der anderen Seite hast du auch noch ein paar Pre-Fire-Shots jetzt hier auf Seiten von der Ash natürlich. Und ja, wir wollen sagen, let's go. So, Crank natürlich jetzt hier erstmal absolut schnell wieder unterwegs. Jetzt hier wirklich, wow, das ist übelst schnell. Nevermind. Gut, würde man sagen, das heißt, dass immer diese komischen, ja,
180 Grad wenden. Never mind, wir gehen jetzt hier wie gesagt mittlerweile wieder hinein. Und das heißt natürlich 2 Minuten 10 Sekunden nochmal zu spielen. Crank bekommt den ersten Damage jetzt hier unten von dem lieben Jujimbo raus. Und er kommt auch fast in den ersten Kill. Schade, schön. Erstmal viel Damage hier rausgeholt. Das heißt natürlich, Crank muss aufpassen, dass er jetzt hier selber nicht mehr rausgeholt wird. Aber trotzdem, Jujimbo Opening Frag, Crank draußen. Damit ist Ash erstmal den Knighten. Das heißt natürlich, du hast jetzt hier einen 5-4 Opening Start. Du hast jetzt hier erstmal die Ash draußen. Und das heißt natürlich, 1 Minute und 50 Sekunden jetzt hier nochmal zu spielen. Also, Runde 2 kann jetzt hier mittlerweile losgelegt werden. Wie gesagt, auf beiden Seiten droht man das Ganze hier nochmal schön raus. Und bin auch hier, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was man jetzt hier nochmal rausziehen kann. 1 Minute und 40 Sekunden jetzt hier zu spielen. Sam natürlich immer noch auf der Clash. Währenddessen findet Flissi diesen ersten Ausgleich. Der war 6 da draußen, 4-4 Situation. Fatal Flash mit gegen den Bird. Und natürlich auch hier also mit 4-3 Situation. Also, weiterhin haben wir dann hier ein absolut spannendes Matchup natürlich wieder drauf. 4-3, Flipsy, Flissi, Qunis jetzt hier nochmal unterwegs. Beide halten natürlich immer noch die Engel, sind natürlich immer gespannt, wo die Spieler sich befinden können. Währenddessen finden wir noch den ersten Spieler jetzt hier hinten bei Construction Side, der natürlich auf diese Spieler wartet. Und auf der anderen Seite hast du jetzt Hibana mit dem ersten Entry, oder besser mit dem ersten Auto. Keine Ahnung. Nevermind, sie jetzt hier außen, Gebäude draußen, könnte natürlich jetzt hier über das Window nochmal agieren, wo halt auch Fatal Flash hier mittlerweile sehr gehinschert liegt. Währenddessen aber Jujimbo mit dem Kill gegen Flissi findet hier mittlerweile, oder Flipsy, ja, nee, Flissi ist draußen. Das heißt natürlich, du bist jetzt hier mittlerweile in einer 3-2-Situation. Wird er hier Fatal Flash Boys mal nicht dazukommen, weil er wie gesagt gehindert ist. Aber jetzt Qunis mit dem Finish, somit 3-2 bestätigt. Jem findet einen weiteren Kill jetzt hier gegen Qunis und somit ist Flipsy letzter lebender Spieler. Jetzt hier nochmal auf der Hibana natürlich, outside beim Window. Findet aber da auch vorerst mal keinen großen Entry. Muss somit aufpassen, dass man rechts und links natürlich nicht rausgeholt wird. Also, er geht hier nochmal auf den Rebel. Das heißt natürlich, es würde jetzt hier nochmal ein Aufbau über die Hedge gehen. Oder tatsächlich über die Hedge. Ich wollte eigentlich über Bridge sagen. Aber tatsächlich wird man jetzt hier doch bei der Hedge droppen, wo man auch schon vorher diese ersten Preps gemacht hat. Natürlich hier schon mal aufgeschossen hat. So mit 18 Sekunden nochmal zu spielen. Jam mit dem ersten Engel nach vorne. Jetzt ist die Flipsy wieder aufgetaucht. Und das heißt natürlich, erstmal kann man die jetzt absolut schön jammen. Sie muss natürlich jetzt hier in diesem Corner noch irgendwie nochmal probieren, was raustun. Währenddessen sie wieder in diesem Push und wow, schön gespielt jetzt hier erstmal Jujimbo draußen. Aber Timeout, wenn Swiss Incredible Rebels gewinnt das Ding erstmal schön. Und somit gehen wir in Runde Nummer 3 mit einem 1:1. Gut gespielt, schöne Sache, let's go. So, da können wir natürlich auch das jetzt hier erstmal wieder auftragen. Wie gesagt, CCV Cash wurde gerade gespielt. Erste Runde schon sehr, sehr früh durch ein Win, durch Time natürlich, plus Opening Frag für Swiss Incredible Rebels. Zeigt hier natürlich hier sehr, sehr schnell diesen Ausgleich und somit gehen wir jetzt hier in Runde Nummer 3 mit einem 1:1 hinein. Und somit auch natürlich George Arsenal, der Spot, der jetzt hier angespielt wird. Meine lieben Damen und Herren, macht euch nochmal ein bisschen ready auf ein wirklich absolut geniales Match hier wieder. 22 Zuschauer, geht besser, meine Lieben, macht mal ein bisschen Werbung. Hier, Swiss Incredible Rebels gegen Prodigy Gods Academy Team. Und ich habe das Gefühl, dass Prodigy Gods Academy Team einigermaßen wieder back in business ist. Also, nach dieser ersten, nicht wirklich vorteilhaften Matchup, so gesagt, oder nicht wirklich gut gespielten Matchup gegen das Team von von Turtle Youngsters jetzt hier auf Villa, zeigt man wirklich cleane Verbesserungen in Richtung Match Nummer 2, was natürlich jetzt hier als Gegner Swiss Incredible Rebels sein wird. Also, Runde Nummer 3, meine lieben Damen und Herren, George Arsenal wird das Spot sein. Mal gucken, was uns jetzt hier Swiss Incredible Rebels natürlich hier erstmal nochmal vorweisen kann, was für ein Threat sie bereiten werden, was für ein Game die uns zeigen werden. Wir sind natürlich gespannt, 24 Sekunden jetzt hier nochmal in der Prep-Phase, let's go. So, Runde 3 kann jetzt hier wieder mittlerweile wieder losgehen. Wie gesagt, 2 Minuten 50 Sekunden jetzt hier nochmal in der Prep-Phase. In der Startphase, wie gesagt, das heißt natürlich jetzt hier für Swiss Incredible Rebels entweder den Lead zu nehmen oder natürlich auf der anderen Seite jetzt hier für Prodigy Gods den Lead zu bekommen. Wenn das natürlich die ersten paar Pre-Fire-Shots, Crank jetzt hier wieder mal, wieder Duo-Rokete unterwegs.
durch den Breach denied. Oh nein, Craig, mein Lieber. Was für ein unlucky Move, was jetzt hier passiert ist. Erstmal hat einen Breach probiert durchzubekommen. Das heißt natürlich hier gar nicht geil. Also trotzdem, 2 Minuten 20 Sekunden nochmal zu spielen. Runde Nummer 3 kann jetzt mittlerweile losgelegt werden. Währenddessen sieht man den Spieler jetzt hier hinten in Dirt drin. Geht natürlich jetzt hier nochmal auf diese ersten Action Plays. Und Craig auf der anderen Seite natürlich jetzt hier nochmal mit dem ersten Breach-Versuch gegen dieses Hedge. Aber wow, diese Smoke ist absolut genial geplaced und Qunis bekommt absolut viel Damage. Und ich muss sagen, das ist ein absolutes schönes Ding gewesen. Also wirklich, das kann jetzt hier viel bedeuten. Kannst viel Damage rausnehmen. Crew Jimbo mit dem Kill gegen Burst, somit auch Opening Crack auf Seiten von Swiss Incredible Rebels. Muss natürlich immer noch aufpassen auf die linke Seite, weil Crank jetzt hier mittlerweile tatsächlich von dem lieben Jam gepusht werden kann, der mittlerweile jetzt hier bei Lobby ist. Aber ich glaube, der Junge hat es mittlerweile gerochen, sucht auf der rechten Seite seinen Spieler, findet aber vorerst mal nichts. Pre-Fire-Shots natürlich immer mal wieder rein. Und Jam, ich glaube, der macht das wirklich gut mit Passion, geht jetzt hier nicht groß aggressiv in diesen Fight hinein. Und somit kann man jetzt hier vorerst mal wieder diese erweiterte, Operator-Loose oder was heißt, Disadvantage vorerst einmal beweisen. Währenddessen kommt der Push nach oben und ei, schöner Engel, aber Crank verpasst die Schüsse gegen True Jimbo. Somit ist Crank draußen. Und das heißt natürlich, du bist in einer 5-3-Situation und die Jungs jetzt hier von Prodigy Gods sind um einen weiteren Operator dezimiert geworden. Flizzy findet Sam, somit hast du eine 4-3-Situation und das heißt natürlich jetzt hier in der Tech nochmal die F90, die Titan 89 und natürlich diese T59 SMG oder irgendwie so T95 SMG oder irgendwie sowas. Nevermind, Flips mit der Kill gegen Fatal Flash, kann das Ganze nochmal in einer 3-3-Situation befördern und das heißt natürlich jetzt hier nochmal weiterhin, ja, Spieler suchen, natürlich auch aufpassen auf den Push, der jetzt hier tatsächlich auf Seiten von Champ eigentlich über die Bühne gebracht werden kann. Das Einzige, was ihn hindert, sind halt diese Trackstingers, die jetzt hier absolut mies unterwegs sind. Trotzdem 39 Sekunden, wir sind immer noch ready auf diesen Push. Währenddessen natürlich Flizzy jetzt hier mit der F90 mit dem ersten Push jetzt über Memorial. Mal gucken, wann man das hier nochmal rausholen kann, weil da ist tatsächlich kein einziger Spieler irgendwie dort hinten. Aber Jimbo. Mit dem Kill gegen Flipsy. Kann jetzt hier nochmal den Lead rausholen. Double Kill jetzt hier mittlerweile gegen den Flizzy. Jetzt Qunis mit dem Kill gegen Dexter. Und es liegt hier alles noch an True Jimbo. Der hier mittlerweile mit dem Gunfight natürlich nochmal probiert, Qunis irgendwie rauszufracken. 16 Sekunden jetzt hier immer auf der Timer. Oder besser gesagt auf dem Timeboard. Pre-Fire-Shots sollten ihm eigentlich hier diesen Lead ergattern können. Aber trotzdem vorerst mal keine große Reaktion auf Seiten jetzt hier von der Ying. Aber Jam mit dem letzten Kill kann diesen Ace erstmal an dem Spieler hier, ja, rausholen. Schade gemacht. Fast hätte man den Kill geholt. Quad Kill, wie gesagt, auf Seiten von True Jimbo. Aber Jam macht das Ding. Und somit, meine lieben Damen und Herren, holt sich jetzt hier Swiss Incredible Rebels in Runde Nummer 3 das Game in seine Seite. Was für ein schönes Spiel. Fast wie ein Rundensieg durch Time. Aber wie gesagt, es scheinen, als würden die Jungs jetzt hier von der Schweiz natürlich hier endlich diesen Lead gefunden haben. Und somit in Runde Nummer 4, somit auch die drittletzte Runde vor dem Roundswap, die Möglichkeit haben, das Ganze in einen Draw zum Roundswap zu befördern. So, Prodigy Gods, Swiss Incredible Rebels, macht Hype in den Chat rein. Wir sind immer noch absolut on fire. So, meine lieben Damen und Herren, wie gesagt, wir gehen jetzt hier mittlerweile in diese, ja, dritte Runde hinein. Ich meine, vierte Runde hinein, und das heißt natürlich nochmal hier nochmal sehr gespannt sein. Wie gesagt, es ist ein Royal Stage Match, das heißt von uns natürlich hier nochmal absolut Hype on the Boys. Hoffe natürlich, ihr seid auch gleich gehypt wie ich. Und ich glaube, ihr seht das in 21 Zuschauer haben. Das erste, glaube ich, Finale oder so, Halbfinale jetzt hier gerade ist zwischen British Bro und BDS. Ach, ist das jetzt hier schon von... Ah, nee, das ist Lower Bracket. Ach, BDS hat gegen Empire verloren. Oh no, schade. Nevermind, also da merkt man schon, wieso das so ist. Aber nevermind. Gehen wir jetzt hier mittlerweile in Runde Nummer 4 hinein. Ich hoffe natürlich, ihr seid hier immer noch absolut hyped auf unser Match, was natürlich hier ein absolutes grandioses Match ist. Swiss Incredible Rebels gegen Brody Gods jetzt hier bei Runde Nummer 4. Attackers' objective is to locate a bomb and defuse it. Attackers have dropped the bomb diffuser. Attackers recovered the diffuser.
Also Runde 4, wie gesagt, 2 Minuten 50 Sekunden nochmal zu spielen. Es ist das erste Mal, wo man Richtung Jim Bedroom wandert, auf Seiten von Prodigy Gods. Und wie kann man das auch das jetzt hier nochmal schön in einfliegen. Wie gesagt, Jim Bedroom jetzt hier, das Spot, damit hier anspielen wird. Fatal Flash, der erste Spieler, der tatsächlich schon sehr aggressiv jetzt hier mittlerweile an dieser Jim Hatch ist, oder besser an dieser Logistics Hatch, haltet hier einen sehr, sehr schönen Engel vor erstmal gegen das Team. Aber es kann natürlich sein, wenn man hier zu lange diesen Engel haltet, dass man hier tatsächlich erstmal, ja, dagegen läuft. Jetzt aber Q-less mit dem ersten Inja, was natürlich genial auch hier wieder ist. Und oh, Fatal Flash und sich Crank raus. Und der Junge, der hat gerade sowas von Pech auf Seiten von Crank, dass man hier einfach gar nicht an die Kills kommt. Und unten natürlich auch der weitere Inja. Also, mit fast 2 Kills kommt man auf Seiten von Swiss Incredible Rebels das Game wirklich in seine Seite holen. Und im Gegenzug gibt man nur ganz, ganz wenig Damage auf Seiten von Jam. Jetzt aber der erste Kill jetzt hier für die Jungs durch dieses Drone-Hole. Schön gespielt, Flissi gegen Jimbo und natürlich Flipsi mit gegen Sam. Somit haben wir eine 180-Grad-Wende, kann das Ganze jetzt hier in einen wunderschönen 3 gegen 4 setzen. Jam natürlich immer noch auf der anderen Seite jetzt hier am aktiv spielen. Und das heißt natürlich für uns jetzt 1 Minute 45 Sekunden hier nochmal vor Matchende. Erster Verlust und einziger Verlust, wo man bis jetzt hier auf PGs Seite hatte, war halt in diesem Fall Cranky auf der Ash und natürlich immer noch Swiss Incredible Rebels jetzt hier in dieser mittlerweile ersten Chance, das Ganze in einem positiven Round, von einem Draw zum Round zu rauszunehmen und nachher natürlich immer noch 2 weitere Runden das Ganze nochmal, ja, die Zeit hätte natürlich das Ganze in einem positiven Round zu beenden. Also 1 Minute 20, Runde Nummer 4 kann jetzt hier mittlerweile loslegen. Wir sind natürlich immer noch absolut gespannt auf dieses Matchup und somit haben wir jetzt 1 Minute und 13 Sekunden nochmal zu spielen. Die ersten Engels werden nochmal gehalten und das heißt natürlich jetzt hier für uns hier nochmal absolut die Sau rauszulassen. Also, auf der anderen Seite natürlich hier nochmal anzumerken, jetzt hier mittlerweile die erste Versuch hier, glaube ich, weiterhin in die das Ganze aufzubekommen, aber oh, man kommt hier irgendwie nicht ran und der Breach wird jetzt hier aufgemacht, das hat man natürlich auch auf dem Schirm und muss natürlich aufpassen, Z4 wird gezückt, das ist ein Double Kill, nee, nein, okay, okay. Nevermind, Jammit gegen Qness, es wird dessen weiterer Inja schön gespielt und man hat natürlich auf zwei Seiten den absoluten Pressure Point, wird dessen 6, aber der Kill hier holt das Ganze mal raus, 2-2 und somit haben wir jetzt hier nur noch Breeder und natürlich Flipsi gegen Fatal Flash und Sexter, jetzt hier mit 30 Sekunden, wer kann das Ganze wieder rausnehmen, Long Angle und Fatal Flash mit Kill hier gegen Flipsi und aus dem Nix haben wir nur noch Brüt natürlich unterwegs, jetzt hier auf der 556 XI, nochmal die Drohne nochmal in die Hand genommen, will das Match natürlich noch einigermaßen safe runterspielen und vielleicht sogar in seine eigene Seite holen, 14 Sekunden, 12 Sekunden, die Zeit wird langsam knapp, auf der linken Seite kommt der Spieler, auf der rechten Seite natürlich der erste Kill, so wir haben eine 1-1-Situation, es liegt hier alles nur noch an, Sexter das rauszuholen, der schafft es auch hier mit der SMG-11 breite rauszuholen, das heißt natürlich Swiss Incredible Rebels geht in den Draw zu dem Roundtop, was für ein Matchup! Also wirklich geniales Ding, krass gespielt. Swiss Incredible Rebels holt sich das nochmal in der letzten Sekunde mit dem Kill nach Hause. Ich bin impressed. Also ich bin wirklich impressed von beiden Teams. Klar, Prodigy Gods jetzt hier seit längerem nicht mehr so in diesem Roster gespielt, aber trotzdem absolut phänomenale Leistung, absolutes schönes Matchup jetzt hier. Und das heißt natürlich für uns jetzt hier CCTV Cash, wer das Spot sein, den man jetzt hier als nächstes anspielen will, wird auf Seiten von Prodigy Gods, ich meine von Swiss Incredible Rebels. Und zudem heißt natürlich für uns auch nochmal die Möglichkeit, jetzt hier das Ganze in einem positiven Roundtop mit rauszunehmen. Was natürlich zum nächsten nach natürlich auch noch hier sehr, sehr, sehr vorteilhaft wäre. CCTV Cash, erster Spot jetzt hier zur Rundenrotation wieder zurück. 3 Runden wurden jetzt hier gerade gewonnen, hintereinander auf Seiten von Sir. Und das heißt natürlich jetzt hier Prodigy Gods nochmal loslegen. Sonst würde man hier 4-2 mindestens in einen Roundtop gehen. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. So, also auch das jetzt hier, wie gesagt, alles wieder hingesetzt. CCTV Cash wird das Spot sein, indem man das jetzt hier als nächstes anspielt in Runde Nummer 5, somit auch die zweitletzte Runde von einem Roundtop. Wir sind natürlich immer noch weiterhin gespannt auf dieses Matchup selber. Ja, würde aber sagen, the stage is yours, my friend. Also wie gesagt, Swiss Incredible Rebels, Prodigy Gods, jetzt hier 2 Minuten und 60 Sekunden jetzt hier nochmal zu spielen. Macht immer halt in den Chat rein, wie gesagt, absolut geiles Matchup, absolut spannendes Ding jetzt hier.
in diesem, ja, wie gesagt, nächsten Game drin. Und somit heißt es natürlich für uns hier nochmal Runde Nummer 5. Geht einigermaßen, ja, vorerst mal langsam los. Natürlich auch hier erst 2 Minuten 40 Sekunden zu spielen. Was natürlich nichts Großes bedeuten würde. Ja, let's go. Was für ein Hochverrat, Digga. Alles klar, nevermind. Währenddessen, wie gesagt, Swiss Incredible Rebels Prodigy Gods. 2 Minuten 20 Sekunden zu spielen. Keine Ahnung, was du gerade hier meinst, Pudel. Nevermind. Haben wir jetzt hier mittlerweile 5. Runde. Wie gesagt, 2. Runde vom Round Swap. Gut, also, was macht man jetzt hier aus der Situation? 2 Minuten Sekunden, 2 Minuten zu spielen. Und die Flash, die ist halt natürlich direkt ins eigene Gesicht gegangen. Die, der Spieler erstmal komplett full flashed. Und ich glaube, das hat der Spieler jetzt hier überhaupt nicht groß wahrgenommen, dass der Spieler jetzt hier irgendwie full flashed ist. Aber ja, das halt das Fazit. Währenddessen Cranky mit dem ersten Push. Aber der Abfang ist down. Das hat man halt auf Seiten von Swiss Incredible Rebels so gut gelesen. Jam Opening Frag, Crank draußen. Flizzy holt sich Jujimbo. Kann das Ganze jetzt hier nochmal den Ausgleich rausbringen. So bis zu 4-4. Jetzt hier in diesem Matchup drin. Und 1 Minute und 40 Sekunden jetzt hier nochmal zu spielen. Engels werden gehalten auf dem rechten Corner. Siehst du jetzt hier mittlerweile Flizzy, der diesen Kill gegen Fate Flash holt. Sauberes Ding natürlich noch zum weiteren. Somit 4-3 Situation. Auch hier wieder Push angesetzt und findet vorerst mal keinen Kill. Aber Flipsy mit Kill gegen Dexter, 2-4 Situation. Ja, weitere Injury ist natürlich da. Und es scheint danach, als würde man hier tatsächlich auf Seiten von Swiss Incredible Rebels diesen positiven Roundstop vorerst mal abgeben. Oder besser gesagt, den, ja, vorerst mal noch nicht durchziehen können. Und auf Seiten von Prodigy Gods natürlich das Ganze nochmal in Möglichkeit zu halten, in einen Draw zum Roundtop mit nach Hause zu bekommen. Trotzdem, Spieler ist wieder auf dem Bein und das heißt immer noch Swiss Incredible Rebels jetzt hier mit 2 und natürlich Prodigy Gods mit 4 Operator. Also wirklich absolut geniale Situation hier für die Jungs hier in Grün. Trotzdem Pushes werden angesetzt und währenddessen auch schon hier beim 90s angekommen von, ja, von diesem wunderschönen Garage. Und auf der linken Seite kommt der Push und absolut in diesem Moment, wo man hier halt das Ganze rausholen wollte. Währenddessen Gemma mit einem Triple Kill oder Double Kill holt sich nochmal Flizzy raus. Und das heißt natürlich, du bist jetzt hier mittlerweile in einer Überzahlsituation. Hinter dir hat man den Entry gefunden und man sucht natürlich nach einem weiteren Spieler. Währenddessen findet man einen Brief. Findet den Spieler nicht und natürlich auch das gleiche nochmal auf der Seite von Jam findet den Spieler nicht und jetzt, oh, man hätte die Möglichkeit das Ganze nochmal rauszuholen, wenn das ein Busch kommt, raus, linke Seite, rechte Seite, ein Triple Kill Jam, aber Bird mit dem Kill gegen Tunis und das heißt natürlich, mit dem Kill jetzt hier gegen Jam und das heißt natürlich für uns, wir gehen in ein 3-2 in die letzte Runde vor dem Round Swap, meine lieben Damen und Herren, wow, was für ein Matchup, was für ein Game, wurde hier nochmal sehr knapp. Swiss Incredible Rebels, wie gesagt, holte zwar diesen Opening Frag, aber kann leider jetzt hier nicht weiterlegen. Währenddessen gucken wir jetzt hier wirklich nochmal kurz auf diesen Matchverlauf an. Und was mich sehr erstaunt, ist eine 80%ige Opening Frag-Rate auf Seiten von Swiss Incredible Rebels. Hast somit von diesen 5 Runden 4-mal das Ding geholt. Ja, was natürlich sehr stark ist, und währenddessen George Arsenal, meine lieben Damen und Herren, wird der letzte Spot jetzt hier sein nach diesem, also vor dem Round Swap. Und das heißt natürlich Swiss Incredible Rebels jetzt hier mit der Möglichkeit, noch ein letztes Mal diesen positiven Round Swap hier in ihre eigene Seite zu holen. So, meine lieben Damen und Herren, macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat. Let's go. Attackers need to locate and defuse bombs. So, Runde 6, wie gesagt, jetzt hier mittlerweile wieder unterwegs. Swiss Incredible Rebels, wie auch Prodigy Gods, jetzt hier unter, würde man sagen, unter On Fire hier auch das Ding wieder. Vielleicht in einer der zwei genannten Seiten natürlich zu holen. Wenn jetzt hier Prodigy Gods das Ganze holen würde, würde man natürlich mit einem Join in Roundtop gehen, was natürlich für ein Clubhaus eigentlich das einigermaßen gewollte ist. Wenn Swiss Incredible Rebels das Ganze holen würde, würde man natürlich das Ganze in diesen einen Spot nehmen, wo man halt auch hier ein bisschen zu, den Vordergrund hat oder besser diesen bessere Situation hätte. Somit Runde Nummer 6 kann jetzt hier einigermaßen, würde ich mal sagen, losgehen. Wieder Swiss Incredible Rebels, Prodigy Gods, Runde 6, letzte Runde vom Round Swap. Macht Hype in den Chat rein. Wir sind nämlich ready. So, meine Lieben.
Also, Runde 6, wie gesagt, kann jetzt hier mittlerweile loslegen. Swiss Incredible Rebels auf der einen Seite, jetzt hier mittlerweile mit 2 Minuten und 30 Sekunden nochmal zu spielen. Währenddessen siehst du halt hier, oh, okay, das ist natürlich ganz wichtig, du hast die Pest gesehen, hast glaube ich aber auch sogar den Spieler gesehen, was natürlich hier bedeuten würde, dass du den Opening Frag dir gönnen kannst. Und genau in dem Moment, wo ich es gesagt habe, holt man sich auch das Ding wieder nach Hause. Das heißt natürlich, erstmal hier mit der F90 hat man hier schnell einen Prozess hier mit dem Jäger gemacht und somit True Jimbo ist jetzt nicht mehr unter den Lebenden. Somit 2 Minuten jetzt hier nochmal zu spielen, wie gesagt, Überzahl Situation hier für die Jungs von Prodigy Gods und ja, 2 Minuten jetzt hier nochmal zu spielen. Somit Swiss Incredible Rebels auf der einen Seite natürlich hier ja, mit 3 Prodigy Gods, mit 2. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch die ersten Pre-Fire-Shots jetzt hier in Richtung Strip Club, findest aber davor erstmal keinen Kill, was natürlich okay ist. Jetzt Burmer gegen Taxa, kann das Ganze nochmal in eine 3-5 Überzahl Situation holen. Natürlich auch hier erstmal, weil die Push, die jetzt hier gleich angesetzt werden, Jam it okay gegen Crank, so mit 3-4 Situationen. Also auf der linken Seite, rechten Seite wird erstmal C4 gezündet, aber da halt kein Spieler wirklich im, ja, in der Nähe dieses Dinges. Währenddessen aber Pre-Fire-Shot sich durch die Wall absolut schön connecten und Qness den Kick gegen Jamhold. Landen wir jetzt hier in einer mittlerweile 4 gegen 2 Situation für die Jungs hier vom PG und Fatal Flash drückt halt, bekommt jetzt halt noch weiteren Damage reingedrückt, was natürlich sowas von nicht vorteilhaft ist. Hier von diesen Blue Stairs oder besser gesagt hinten vom Window, bin mir nicht ganz genau sicher. Und das heißt auf der anderen Seite natürlich diese letztlichen 3 Operator, die sind ansetzen könnten und den Damage findet und wow, Savage Kill hier gegen Qness. 2-3 Situation, natürlich auch Fatal Flash probiert dieses Ding wieder rauszunehmen mit der Pupka nach vorne, aber für das Ding nicht. Also, wir stehen in einer 1 gegen 3 Situation. Push auf beiden Seiten sollte jetzt langsam aber sicher nur angeführt werden und das weiß auch der Spieler jetzt hier hinten bei Armory natürlich. Und das heißt natürlich, du willst jetzt hier den Plant ansetzen. Auf der linken Seite weißt du, wo der Spieler ist, der Engel wird gehalten und man ist natürlich in einer so bösen und unvorteilhaften Situation. Linke Seite, Plant ist durch, aber auf der rechten Flizzy im Cross-Angle-Kill gegen Sam und das heißt natürlich, Prodigy Gods Academy Team geht in einen Draw zum Round-Swap hinein. Sauberes Ding. Diffuser ist zwar durch, aber Rundensieg PG Academy. Let's just fucking do this. Meine lieben Damen und Herren, erste Runde nach dem Round-Swap und alles steht jetzt hier wieder offen. Wie gesagt, 3-3 ist ein krasses Ding und George Arsenal wird auch hier das Spot sein, indem er das hier als allererstes auf seitens von ja, Prodigy Gods natürlich anspielen wird. Mal gucken, was man jetzt hier mal rausholen wird. Währenddessen Qness auf der Kavera. Wait, what? Interesting. Interesting, my friends. So, meine lieben Damen und Herren, wie gesagt, Swiss Incredible Rebels, Prodigy Gods jetzt hier in einem mittlerweile, ja, 7. Runde drin. Und wie gesagt, Church Arthur wird der erste Spot sein und Swiss Incredible Rebels schafft sich hier diesen 3-3 wieder nach außen zu nehmen. Also erstmal, ja, 3-3, das hat natürlich, es könnte jetzt hier wieder in Richtung Draw gehen, was ich mir ja natürlich gut vorstellen könnte. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch noch vorstellen, wenn jetzt hier Swiss Incredibles den Draw rausholen würde, dann würde es natürlich auch noch heißen, dass erstens die Jungs von Prodigy Gods bisher erst einen Punkt hätte und Swiss Incredibles 2 Punkte hätte. Und das wäre natürlich absolut genial, vor allem für das Team jetzt hier, das so rauszunehmen. Wir sind aber trotzdem, wie gesagt, gespannt. Somit kann der Runde Nummer 7 einigermaßen wieder losgehen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen nochmal kurz, um der Defense mal anzugucken von Prodigy. Ja, es ist halt nicht wirklich viel Spezielles, es ist halt ein normales Clubhouse-Play, da geht nicht wirklich viel Spezielle ranzuhängen, außer natürlich du spielst jetzt hier, keine Ahnung, ne, SSG-Strap oder sonst was, aber wie gesagt, das ist erst vormal nicht gemacht und somit kann mir Runde 7, ja, wieder willkommen heißen. Wie gesagt, Church Arsenal wird der Spot sein, den wir jetzt hier anspielen wird. Trotzdem, wir sind immer noch ready und gespannt auf dieses Matchup und somit, meine lieben Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, wir gehen in eine 7. Runde hinein. Machen wir mal ein bisschen Hype in den Chat rein, weil wir sind absolut on fire. Also, 2 Minuten 20 Sekunden. Die Zeit geht halt, wie gesagt, stetig nach unten. Ist natürlich auch normal jetzt hier bei einem Timer. Na, mal, jetzt haben wir jetzt hier mittlerweile Runde 7, wie gesagt, hier auch Crank am Roam mit der K1A unterwegs. Und das ist natürlich Cranks, das kann ich, hätte man schon mal anfangen, eigentlich Crank direkt unterstreichen können. Der Junge, der wird roamen, das war klar. Nach so einem sehr, sehr aggressiven Gameplay
Er hat halt meist, es scheint danach, als hätte er nicht die Passion wirklich lang auf dieses Action zu warten, dass er wirklich sehr, sehr schnell hier in dieses Match immer reinstarten will, dass er schnell diese Action herausfordert, wenn man halt natürlich auf Seiten von Swiss Incredible Rebels gar keiner wirklich in diesem Spielstil hält. Also das Team spielt sehr, sehr gelassen. Er spielt normal auf Time, so ungefähr bei, dass man ungefähr bei einer Minute diesen Push-Punkt ansetzen könnte und dann halt dann in die Action-Phase reinstarten. Das ist genau das, was ihn diesen Kill ermöglicht gegen Crank und diesen nächsten Fatal Flash holt den Double Kill gegen Crank und Flissy. Und somit hast du absolut diesen diese Überzahl wieder in der eigenen Hand. Und das ist natürlich absolut gut. Also, somit können wir mittlerweile in Runde 7 für diese Jungs von Swiss Incredible Rebels jetzt hier, wie gesagt, eigentlich einigermaßen gut in diese zweite Hälfte starten. Es ist ja ein Church Arsenal Gameplay, was bedeuten würde, laut Statistik her, das ist so ein bisschen diese Attacker. Also, meinen Statistiken her zufolge ist es eher Defender-Seite, aber allgemeiner Statistik ist es eher Attacker-Seite. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das ganz genau ist. Nevermind, findet man jetzt hier auf dem lieben Spieler, glaube ich, vom Fatal Flash sogar noch einen weiteren Kill jetzt hier. Es ist sogar Sam gewesen, der jetzt hier diesen Kill holte. Was natürlich ein gutes Ding ist, schafft hier erstmal die Melusi rauszuholen. Das heißt natürlich jetzt hier noch Qunis und Flipsy. Erstmal mit der T5 SMG und mit der UMP. UMP natürlich für den Klatsch, für so einen Engelhalten nicht die geeignete Waffe. Du bist jetzt hier, ja klar, Engelhalten schon, aber für den Klatsch eher nicht. Währenddessen du auf Seiten von Flipsy eine geeignete Waffe für beide Sachen hast. Aber du Jimbo jetzt hier kurzer Prozess macht mit einem Doppelkill gegen Qunis und Flipsy und das Ganze jetzt hier in eine Flawless Round verwandelt. Absolut genial sauber gespielt. Schöner Turnaround auf diesen Spieler. Und das heißt natürlich, wir gehen in Runde Nummer 8 mit einem absoluten Powerhouse-Play auf Seiten von Swiss Incredible Rebels. Wow. Da muss man mal sagen, wirklich Hut ab an den Jungs. Ich meine, Swiss Incredible Rebels spielt ja nebenbei auch in der Cell. Wir haben ja heute erst ein Cell-Match gecastet hier zwischen Colossus Gaming und Deja Vu am früheren Abend. Und ich denke, die zwei Teams, die waren ja in der Open Division. Wenn dessen das Team, Swiss Incredible Rebels, in der Premier Division spielt, und das natürlich in der höchsten Liga, wo es dann gegen Teams wie gegen Lockstick geht, es geht gegen Teams wie, gegen Fraternity, man spielt gegen My Insanity, was natürlich auch ein Name in der Szene ist, natürlich nicht allzu der stärkste, aber nach der GSA, aber auch sie natürlich nicht bad dabei sind. Was haben wir denn sonst noch alles dabei? Wir haben natürlich noch, ich glaube, gegen Toxic Monkeys oder wie die Jungs auch immer heißen, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, Noctisch oder auch da bin ich mir nicht mehr sicher nach dem Namen. Und die Jungs haben dort oben, glaube ich, erst zwei Matches verloren und zwei gewonnen, was natürlich gut, aber auch besser ist. Ich glaube, wir haben entweder eins gewonnen, eins verloren oder zwei verloren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war nicht viel, ich weiß nur, dass sie den im momentigen Spieltag natürlich gewonnen haben und dass sie dann jetzt im nächsten Spieltag, glaube ich, gegen My Insanity antreten werden. Da werden wir aber uns auch noch am Mittwoch ein bisschen drüber besser beraten. Natürlich wieder beim Podcast von mir und Lionel. Da reden wir auch noch ein bisschen über sich selbst, glaube ich. Und somit starten wir aber trotzdem jetzt hier in Runde Nummer 8 hinein. Nochmal Swiss Incredible Rebels Prodigy Gods jetzt hier in diesem nächsten Match drin. Und wir sind natürlich absolut ready und gehypt. Attacker's objective is to locate a bomb and defuse it. So, meine lieben Damen und Herren, Swiss Incredible Rebels gegen Prodigy Gods geht jetzt in diese 8. Runde hinein. Falls jetzt hier Swiss Incredible Rebels das Ganze den Lead rausholen würde, würde man natürlich mit dem Lead gegen Prodigy Gods rausgehen, was natürlich sehr vorteilhaft wäre. Trotzdem, währenddessen gehen wir jetzt hier mittlerweile 2 Minuten und 20 Sekunden in dieses Game hinein. Und wir sind immer noch weiterhin sehr gespannt auf dieses Matchup. Wie gesagt, wir hoffen natürlich auf ein geiles und geniale weitere Runden. Und Swiss Inc. gegen Prodigy Gods, machen wir mal ein bisschen Hype in den Chat rein. Wie gesagt, wir sind hier absolut gespannt auf dieses Ding. 24 Zuschauer ist noch bad, würde man sagen. Währenddessen Crank mit gegen Jam und somit hast du eine 4-5 Status-Situation. Opening Track für die Jungs jetzt hier von Prodigy Gods, was natürlich gut ist, stark ist, aber Sam jetzt hier mit dem ersten Ausgleichstreffer, Crank auch noch draußen und auch hier heißt es natürlich hier, zwar Opening Track, ja, aber trotzdem, ist es dir gelungen hier diesen Lead rauszuholen, weil Crank selber ist jetzt hier nicht wirklich gut dabei, das ist jetzt sein zweiter Kill erst gewesen, auf einem Roamer, auf einem
Natürlich auch vorher auf einem Fracker. Man ist hier sehr, sehr schnell jedes Mal rausgefallen. Jedes Mal sehr, sehr schnell nicht mehr wirklich gut dabei gewesen. Und auf der anderen Seite natürlich Runde Nummer 8 kann jetzt hier mittlerweile loslegen. Pings kommen jetzt hier nochmal durch. Und währenddessen heißt natürlich jetzt hier nochmal 1 Minute und 20 Sekunden nochmal zu spielen. Also, die Spiele werden jetzt hier angesetzt. Die Spiele sind natürlich auch alle mittlerweile wieder ready, auf dieses Matchup loszulegen. Währenddessen wird auch der Breach hier mittlerweile wieder über die Bühne gebracht. Und ja, 1 Minute und 10 Sekunden hier nochmal zu spielen. Währenddessen schafft man es natürlich vorerst mal den Breach hier aufzubekommen. Was natürlich gut ist, was natürlich schön ist. Auf der anderen Seite hat man auch hier weitere Breaches, die jetzt hier mittlerweile über die Bühne gehen. Und 1 Minute jetzt hier nochmal zu spielen. Runde Nummer 8. Kann also losgelegt werden. Also, 50 Sekunden jetzt hier mal in dieser Runde drin. Natürlich auch das heißt jetzt hier mittlerweile noch 40 Sekunden. Also wirklich, die Zeit wird knapp. Du hast noch nicht viele Kills. Wissen Incredible Rebels spielt mit der Zeit, aber hat jetzt hier irgendwie mittlerweile auch irgendwie das Gefühl, dass sie nicht mehr wirklich groß jetzt an diesem Spiel vorbeikommen. Also allgemein jetzt hier nach dieser zweiten Defense, man muss halt aufpassen auf diesen ja, Flank, auf diesen Roam, was jetzt Jujimbo gut gemacht hat, aber trotzdem, die Zeit ist halt knapp und somit stehst du jetzt hier in einer 3-3-Situation. Du kannst jetzt hier erst mit, ja, damit beginnen, was du natürlich letzte Runde schon ungefähr bei 1.30, 1.20 oder so durchgehen könntest. Währenddessen gehst du auch auf den Drop und du kannst mit dem Rücken nach hinten, das ist natürlich gar nicht schön. Also, bist du mal mittlerweile im Gebäude angekommen und der Push schnappst du mit dem gegen Sam, bitte den Lead, breite mit dem gegen Dexter und somit hast du noch 10 Sekunden, jetzt hier in einem Matchup, muss natürlich den diesen Push holen, aber Flipsy mit dem C4 regelt das Game hinaus und somit findet man die zweite Runde auf Church Arsenal mit einem Rundensieg auf seitens jetzt hier von den Jungs von ja, Prodigy Gods, was natürlich ein schönes Ding ist. Konnte jetzt hier ein bisschen mit einem Double Roleplay vielleicht besser überzeugen und somit das Team von Swiss Incredible Rebels wirklich ziemlich direkt aus ihrer ja, Logik rausspielen oder besser gesagt aus ihrem normalen Gameplay rausziehen, was natürlich absolut wieder stark ist. Und somit, meine lieben Damen und Herren, CCTV Cash jetzt hier mit unserer 9. Runde und ja, Maximum, wie gesagt, 6-6. Wir spielen mit einem Draw-System, was natürlich gut ist. Das heißt natürlich, dass beide Teams wieder nur einen Punkt könnten holen könnten. Trotzdem, CCTV Cash, meine lieben Damen und Herren, macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein. Nochmal Swiss Incredible Rebels gegen das Team jetzt hier von Prodigy Gods. Also, 4-3, wie gesagt, das ist der Matchstand und würde mal sagen, CCB Cash kann man jetzt auch hier einigermaßen wieder in großen Händen nochmal, ja, wie kann man das nochmal sagen, Deutsch, ja, begutherzen können, ach, keine Ahnung, nehmen wir mal, haben wir jetzt hier mittlerweile, wie gesagt, den Rundenstart gefunden, wir sind hier absolut hyped auf dieses Ding und würde mal sagen, let's go. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. So, also, wie gesagt, Runde Nummer 9, Swiss gegen Prodigy Gods. Wir gehen jetzt hier mittlerweile gegen CCD Cash. Das ist jetzt mittlerweile auch zum x-tausendsten Mal. Nee, ist jetzt mittlerweile zum vierten Mal tatsächlich. Somit gleich wie gespielt wie der Spot und natürlich. Und wie gesagt, beide Teams, wenn man jetzt hier gewinnen würde, würde man eine Runde vom Matchpoint sein. Und somit eine Runde von mindestens einem Punkt. Und das ist natürlich, es hört sich so nah an am Ende des Games, aber wie gesagt, das Ding wird immer noch ungefähr 20, 30 Minuten dauern, was natürlich eine übelste Sache ist. Also es könnte immer noch bis zu ja, ganzen 4 Runden dauern. Das könnten jetzt hier insgesamt 20 Minuten sein. Je nachdem, also Maximum, okay, Maximum 20 Minuten jetzt hier tatsächlich noch in diesem Matchup drin. Währenddessen Swiss Incredible Rebels natürlich 4 hat und Prodigy Gods 4 hat. Somit 6-6 ist das Maximum, das jetzt hier nochmal draußen rausgehen könnte. Trotzdem 2 Minuten 40 Sekunden nochmal zu spielen. Wir sind natürlich auch hier wieder absolut ready auf dieses Matchup. Und währenddessen haben wir natürlich hier die ersten Actionphase, die ersten Gunfights oder besser die ersten Schusswechsel, die jetzt hier mittlerweile über die Bühne gehen. 2.30 jetzt hier nochmal auf dem Timer. Und ja, wie gesagt, Runde Nummer 9 wird jetzt hier mittlerweile angesetzt. So, währenddessen jetzt hier mit der, ja, mit dieser wunderschönen KS-79 in der Hand natürlich, Lifeline, was ist das für ein Name, nehmen wir mal. Hier natürlich hier nochmal, ja, in der, Position natürlich den Spieler erstmal raus zu faken und das macht man halt gut, da hat er nicht wirklich groß diese Ahnung, wo das Ding hier ist und man muss halt, kann das Ganze hier abbrechen, so mit 2 Minuten nochmal zu spielen und der Breach ist offen und wie es aussieht, wird jetzt hier, Swiss und Incredible Rebels tatsächlich mit einem voll und ganz diesen Aufbau hier über diesen east-östlichen Floor zwingen, was natürlich interessant ist. Währenddessen kommt auch der Push nach vorne. Man sieht auf der rechten und linken Seite, dass man immer mal wieder diesen, ja, Push ziehen will. Natürlich auch der Breach jetzt hier weiterhin angeführt wird. Und, oh, miese Brise, kann jetzt hier vorerst das Ding nicht mehr weiter rausholen oder rausziehen. Und das heißt natürlich jetzt hier nur 1 Minute und 39 Sekunden nochmal zu spielen.
Gut, was macht man jetzt aus dieser Zeit natürlich? Das ist die große Frage. Auf der anderen Seite natürlich hast du jetzt auch hier mittlerweile nochmal weitere Engels. Die Garten werden der erste Entry jetzt hier mittlerweile in Gebäude. Und das hat natürlich dieses Melusi-Panel, wo jetzt hier erstmal direkt diesen, ja, diesen Spot aufgibt. Wenn man jetzt hier auf seitens der Hibana natürlich am Usen ist. Auch hier, wie gesagt, mittlerweile weitere Angles, die gehalten werden. Sucht natürlich nach dem Spieler, sucht natürlich nach diesem Entry. Finde aber davor erstmal keinen Kill. Somit haben wir jetzt hier noch eine Minute zu spielen. Ja, mittlerweile auch da wieder gesagt, alles wieder aufgemacht. Man ist natürlich ready, diesen Push anzusetzen. Flashes kommen rein. Und mal gucken, was man jetzt hier nochmal rausholt. Ach, dieses, der verdammte Ding könnte halt natürlich absolut zum Seelenqual werden. Also, wie gesagt, jetzt hier nochmal 5 in dieser mittlerweile 9. Runde. 50 Sekunden nochmal zu spielen. Granaten kommen rein, können natürlich hier diesen Pressure machen. Und währenddessen findet man auch den Damage gegen den Bandit, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Also, Qness hier mittlerweile ziemlichen Damage reingezogen bekommen. Und jetzt schafft man sogar nochmal diesen Breach mal zu denyen. Und ah, das ist so mies. 30 Sekunden, kein Frag bisher gefallen. Meine Güte, man spielt hier absolut auf Zeit. Man will hier irgendwie gerade keinen durchlassen, was natürlich ganz mies ist. Auf der linken Seite findet man den ersten Damage gegen Grank, was natürlich hier gutes Ding ist. Auf der rechten Seite weiterer Spieler, der auf dich wartet. Und der Damage ist da, aber dann war die SMG 11 regelt mit dem Opening Frag gegen Sam. Aber Jam mit dem Kill gegen Qness. Und auf der anderen Seite jetzt Jam mit dem Double Kill. Flissi draußen. 4-3 Sektion. Push kommt rein. 15 Sekunden. Jetzt auch der Push über die Garage. Aber vorerst mal den Knighten. Jetzt hat man mittlerweile auch das Objective gefunden. 6er mit dem Kill gegen Bright. True Jimmy mit dem Kill gegen Crank. Und es liegt hier alles nur noch am Flissi, der natürlich jetzt hier in dieser Klatsch-Situation ist. Und dein Diffuser nochmal abbricht und das Ding sogar noch holt. Nein! Swiss Incredible Rebels wird jetzt hier beim Diffusen rausgezogen und das heißt natürlich, Prodigy Gods findet die Runde wie auch den Opening Frag jetzt in ihrer Seite. Eieieiei. Holt hier das erste Mal in diesem Matchup den Lead, nee, nach diesem Start natürlich, den Lead mit nach Hause. Und das heißt für uns, Swiss Incredible Rebels verliert die Chance, weiterhin diesen Matchpoint oder diesen Lead mit nach Hause zu nehmen. Ich meine, er hat es ja immer geschafft. 3-1, 3-2, 3-2, dann 3-3, dann aber 4-3, dann 4-4, dann 4-5. Jetzt das erste Mal. Als zweite Mal natürlich, nach diesem 0-1. Also, Jim Bedroom, der Spot, der jetzt hier als nächstes angespielt wird von Swiss Incredible Rebels und wir sind gespannt. So, hier nochmal schön alles einfügen. Wie gesagt, wow, also was für ein Endgame jetzt hier nochmal von den Jungs hier. Und absolut schön gespielt jetzt hier mal von der Melusi. Also wirklich, Junge, du hast es absolut schön gerockt. Du, ja, Flipsy, wie gesagt, er früher auch schon im Main-Kader dabei gewesen. Main-Kader hat sich ja, wie gesagt, aber aufgelöst. Und oh, fuck, die schiefe Scheine habe ich gerade übelst Migräne wieder bekommen. Gar nicht geil. Nevermind. Runde 10, meine lieben Damen und Herren. Mach mal. Boah, erstmal was trinken. Leute, stay hydrated, auch bei nicht so gutem Wetter. Zu wenig trinken kann natürlich immer noch hier böse ins Auge gehen. Und der ist eine Runde Nummer 10, wie gesagt, geht jetzt hier mittlerweile los. Swiss Incredible Rebels mit dem ersten Mal jetzt hier in Unterzahl. Und das heißt natürlich, Prodigy Gods ist jetzt hier ready, auch hier wieder auf diesen Matchpoint loszugehen. Mal gucken, erst mal jetzt hier mit bei 2 Minuten und 50 los. True Jimbo. Ja, du willst mich opening, Frank. Also ganz ehrlich, Crank, das ist jetzt aber, das wird jetzt langsam traurig. No front. Gott, was ist denn der Spieler rausgeholt? Nein! Du hast jetzt nicht wirklich probiert, jetzt hier mit dem Bullet Hole zu. Oh, du hast probiert, mit dem Bullet Hole zu spielen. Gut, also Crank, das hast du verdient. Aber wie gesagt, ich schalte nach, als würde der Spieler immer mal wieder mehr und mehr. Ja, dieses aggressiv. Er ist wirklich übelst aggressiv. Also wirklich, das ist ja noch schlimmer als gar kein Bock LFO. Probiert hier jedes Mal rauszurennen, hier einen Push zu setzen, hier einen Flank zu setzen. Währenddessen aber hast du auch, ja, halt wie gesagt, diese Opportunity, diesen Opening Crack gefunden. Natürlich auf der anderen Seite auch diesen ersten Push. Und jetzt scheint es danach, als würde hier Swiss Incredible Rebels ein bisschen mal, ja, schneller zu spielen. Ich gehe offline. Off. Off. Ganz, ganz böse. Flipsy mit dem Kick gegen Zaxa, 4-4 Situation. Kann hier diesen ersten Ausgleich wiederholen. Somit ist auch der Hardbreacher erstmal denied. Und das heißt natürlich jetzt hier eine Minute und 50 Sekunden nochmal zu spielen.
Ja, gute Sache, schöne Sache. Und das heißt natürlich 10 Sekunden, ich meine 10. Runde jetzt hier, 1 Minute und 40 Sekunden zu spielen. Auf Seiten von Blitzy machst du jetzt hier halt diesen Retrieve. Du kannst jetzt hier immer mehr Reinforcements wieder du machen. Scheint danach also ein taktisches Game zu sein. Und somit hast du 1 Minute und 30 Sekunden mal zu spielen. True Jimbo jetzt hier mit dem Push nach vorne, findet aber vorerst mal keinen Spieler. Was natürlich okay ist, was natürlich stark ist. Und 1,50 haltest du diesen Engel hier nach vorne. Auch da natürlich jetzt ihr vorerst mal keinen Kill, aber du hättest die Möglichkeit. Was macht jetzt du, Jimbo, daraus? Man weiß, ach, man hat ihn halt einfach so kurz nicht auf den Blick, weil er halt, wie gesagt, da diesen einer Pixel, dieser einer Pixel, die halt gerade wirklich diesen Blick versaut. Währenddessen aber trotzdem 1 Minute und 10 Sekunden nochmal zu spielen. Und das heißt natürlich jetzt hier in dieser Zeit jetzt hier nochmal einigermaßen das Ganze nochmal taktisch runterzubringen. Weil du bist jetzt hier mittlerweile bei einer 5-5-Situation. 1 Minute jetzt nochmal zu spielen. Währenddessen kommt auch Cem natürlich noch rein, sucht diesen Spieler, findet aber vorerst mal nichts. Was natürlich okay ist, was natürlich schön ist. Währenddessen auf der anderen Seite werden jetzt hier mittlerweile die ersten Pre-Fire-Shots gelegt. Auf der anderen Seite hast du jetzt hier auch den ersten Pre-Fire-Shot gegen das Schild, wo natürlich auch der Spieler wartet und du hoffst natürlich, dass da drin auch noch einer in der Toilette ist. Und uiuiui, jetzt könnte die Granate. Ah, nee. ADS. Regel jetzt erstmal das Ding raus. Und natürlich, jetzt hast du aber den Spieler gesehen. Und das ist natürlich gar nicht vorteilhaft. Weil du musst auf der einen Seite musst du dann Breach halten. Aber nehmen wir mal Flizzy mit dem ersten Push. Tut Jimbo draußen. Fällt vielleicht um die Flizzy raus. Mit Ausgleich ist da. 3-3 Situation. Und 20 Sekunden nochmal zu spielen. Du weißt auf der rechten Seite, der Spieler da ist. Aber der Spieler hat dich halt einfach überhaupt nicht auf dem Board. Und oh, komm schon, das war ein Spieler. Oh nein. Hättest die Möglichkeit gehabt, den Spieler rauszuziehen, aber never mind. Jetzt hier, ja, verpasst du die Chance und verlierst sogar noch einen Fatal Flash mit dem Kill gegen Flipsy. Jetzt auf der anderen Seite noch einen weiteren Kill. Aber Fatal Flash mit dem Kill gegen Cunis und Pre-Bird. Gut, den Kill gegen Fatal Flash. Und meine lieben Damen und Herren, wir haben einen Matchpoint. Ah! Die Jungs hier von Swiss Incredibles sind einfach nur noch am Abgeben und am Abgeben und am Abgeben. Melusi Skin. Nein, oder? Das ist halt die Regel, meine Lieben. Das ist halt die Regel. Somit wird die Runde nochmal neu startet. 4-5 Situationen. Ja. Ja, müssen halt das Ding jetzt hier nochmal neu starten. Das ist natürlich scheiße. Gar nicht geil. Ich gucke mir das Ganze jetzt hier einfach nochmal kurz über den Stream an. Wenn da wirklich ein Skin drin war. Lass mich nochmal kurz mehr Lucy ansehen. Melusi, Bird. Ja, der hat halt auch übelst viel Damage gemacht und das ist halt gar nicht geil. Ich gucke mir jetzt das Ganze nochmal in der Runde an. Creators Spectator. Ich hoffe natürlich, dass ich die richtige Playlist anhabe. Und auch wenn nicht, ist natürlich nicht so schlimm. So, müssen natürlich jetzt hier mal kurz die Hörer anmachen, zum gucken, ob die Jungs was sagen. Sowas bitte direkt sagen, wenn ihr es seht, danke. So, ich sehe halt einfach die Melusi nicht, das ist natürlich scheiße. Komm schon. Also, wie gesagt, jetzt hier anscheinend sollte ein Skin verwendet werden. Ich wusste kurz ein Rehaus setzen, nicht, dass das Game noch fertig gespielt wurde. Ich sehe jetzt hier irgendwie gerade die Melusi nicht. Ja, man sieht die Melusi nicht. Ach, große Grütze, echt. Meine Mie, das ist natürlich ganz, ganz böse. Ah ja.
Müsste nachher nochmal kurz durchgucken, aber wenn das wirklich so ist, ein alter Hund Neustart berechtigt. Ich hoffe natürlich, das ist natürlich scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Oh, Jesus, ich hasse die Situation. Ich hasse die. Mach die Skins runter, meine Lieben. Mach die Skins runter. Sonst enden wir wieder so. Ach, Digga. Gar nicht geil. Gar nicht geil, Digga. Gar nicht geil. Gut, da müssen wir jetzt halt einfach durch. Da müssen wir jetzt auch kurz mal hier ansetzen. Wie gesagt, was wurde hier nochmal auf kurz gewandt? Muss ja natürlich Dings angespielt werden. Also hier jetzt erstmal Fetcher wurde, glaube ich, gebannt. Das Ding ist eben so, ich hoffe, ihr hört mich. Swiss and Grabber Rebels, ihr habt jetzt erst in dieser Runde das Ganze angesetzt. Das heißt, es wird auch nur diese Runde neu gespielt. Bei einem Used von Skins müsste man direkt halt ein Timeout oder so reinsetzen oder mal einfach anfordern wegen dem Dings, dass die Runde neu gestartet werden kann. Wenn das in einer zukünftigen Runde passiert ist, dann ist das eigentlich, dann wird die Runde als gecounted gezählt, weil halt die Runde direkt gespielt wurde. Also, nächstes Mal, wenn ihr so einen Skin seht, direkt anmerken. Ja, ich muss jetzt erst kurz mal das Matchup neu machen, weil ich muss... Ja, war kurz. So, was wurde alles gebannt? Maverick wurde gebannt. Gut, dann haben wir natürlich das hier nochmal schön drin. Also, war kurz. Den da wurde gebannt. Maverick wurde gebannt. Natürlich aber auf der anderen Seite auch nochmal Montagne und dann natürlich Kate und ich glaube Valkyrie. Lass uns nochmal kurz nachgucken. Tatsächlich Valkyrie wurde jetzt hier nochmal gebannt. Somit haben wir das. Und natürlich auf der anderen Seite, warte kurz, da ist es so. Die haben jetzt in der Defense gestartet und insgesamt. Wie viele Runden wurden gespielt? Es wurden. Neun Runden gespielt. So. Nee. Das heißt natürlich jetzt hier erstmal beim 5. So, erstmal 1, 2, 3. Oder? Rund 2, 3, genau. Und jetzt hier. Erste Runde, Runde 7, Church Arsenal. Wer hat gewonnen? Auf Seiten von Swiss Incredible Rebels ist natürlich Team Blue. Das ist natürlich gut. Und dann nochmal, wenn das ist. Und die zweite Runde hatten. Wer gewonnen? Ah, natürlich auch noch richtig. Hier nochmal einmal Church Arsenal. Und natürlich zu guter Letzt auch noch einmal CCTV Cash. Orange Win. Runde 7, Blue Win 8, 9. Orange Win, jetzt hier CC Cash. Okay, dann würde ich mal sagen, good luck, fun, let's go. So, also wie gesagt, alles wird jetzt hier mittlerweile wieder rangesetzt. Ich hoffe natürlich, dass alles okay ist. Und währenddessen starten wir jetzt hier mittlerweile in diese nächste Runde hinein. Genau, sollte jetzt hier einigermaßen alles richtig sein. Jim Bedroom muss jetzt hier nochmal angespielt werden. Das haben wir natürlich auch auf dem Board. Also das sollte einigermaßen gut sein. Muss ja dann gleich ein Operator Peak sein, das muss alles gleich sein, die Runde muss einfach nur neu gestartet werden. Natürlich hier, das ist einfach zu wissen. Wie gesagt, Regel, vor allem in einer Liga, wo es schon um Geld geht, da muss man echt krass auf Geld, ich meine auf diesen Regel achten. Also.
Wie gesagt, währenddessen kommt mir nochmal, ob alles richtig ist, eingestellt ist, Audio, Desktop, Audio da. Also wie gesagt, Runde Nummer 10 kann jetzt hier mittlerweile nochmal gestartet werden. Wie gesagt, wir mussten jetzt hier kurz diesen Rehost anfordern oder ein bisschen durchfinden, da die Runde nochmal neu gestartet werden musste. Das ist halt normal und wie gesagt, währenddessen merke ich gerade, dass das Ganze schon wieder immer richtig ist. Irgendwie will das jetzt hier irgendwie nicht connecten mit dem Ding. Das heißt, irgendwie ja, haben wir ein Problem. Es ist immer noch richtig, wie ein Speech jetzt irgendwie auf meinem Board drauf, was natürlich nicht richtig ist. Aber der war mein Swiss Incredible Rabbits, den Project Dog kann ich ja wie gesagt wieder losgelegt werden. Der Titel also in diesem Falle falsch. Und somit haben wir Runde Nummer 10, was jetzt hier wie gesagt wieder starten kann. Meine lieben Damen und Herren, machen wir ein bisschen Hype in den Chat rein. Wie gesagt, ein absolut geiles Match, was jetzt hier gerade ist. Muss auch gleich nochmal kurz nachgucken, ob wir natürlich die Aufnahme dran haben. Ich hoffe natürlich, dass wir dann auch hier wieder richtig haben. Und somit Runde Nummer 10, meine lieben Damen und Herren, Swiss Incredible Rebels Prodigy Gods kann jetzt hier mittlerweile wieder losgelegt werden. Jetzt hier mittlerweile mit unserem nochmal zweiten Spieltag jetzt hier in diesem Matchup. Let's go. Und jetzt natürlich auf der rechten Seite hast du diesen ersten. Dieser erste Ping, der jetzt hier mittlerweile durchgezogen wird, Runde 10 kann jetzt hier mittlerweile gestartet werden. Somit haben wir auch hier, wie gesagt, wieder diesen Rundenstart gefunden. Auf der linken Seite kommt jetzt dieser erste Busch, aber schafft sie den Kill nicht zu ziehen. Somit Jam jetzt hier mit der Granate natürlich ready, den Spieler rauszuziehen. Bekommt auch ein bisschen Damage jetzt hier auf Flissy reingedrückt. Und somit hast du eine Minute 50 Sekunden nochmal zu spielen. Also, mal gucken, wann man das hier nochmal rausholen kann. Wie gesagt, die Engels werden gehalten. Fatal Flash jetzt auch mit dem ersten Engel nach unten. Und somit 1 Minute und 40 Sekunden. Wir sind hier ready, auch dieses Match, wie gesagt, anzusetzen. Oh, Crank mit gegen Jujimbo. Kann das Ganze in eine 4-5-Situation bringen. Jam nochmal gegen Crank. 4-4-Situation. Und das heißt natürlich 1 Minute 30 Sekunden nochmal zu spielen. Flizzy holt sich Jam raus. Linke Seite, schöner Long Angle. Jackson mit gegen Flizzy. 3-3-Situation. Also bist du wirklich absolut stark unterwegs. Mal gucken, wann man den nochmal rausholen kann. Und auf der anderen Seite natürlich hier nochmal anzumerken, jetzt auch nochmal die Angles, die auf beiden Seiten gehalten werden. Also, was kann man jetzt hier nochmal rausziehen? Was kann man hier nochmal rausholen? Das ist natürlich die große Frage. Währenddessen kommt jetzt hier auch der Push über die über das Window selber natürlich. Und Flipsy oder Flisby, was man da hier nochmal sagen kann. Wie gesagt, jetzt hier nochmal unterwegs. Auf der anderen Seite geht der Breach durch. Und damit hast du eine Minute, jetzt hier nochmal zu spielen. Also. Eine Minute. Die Zeit wird hier nochmal sehr knapp. Und wir sind natürlich absolut ready, auch hier wieder dieses Ding hier durchzusetzen. 50 Sekunden. Meine lieben Damen und Herren, macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein. Wie gesagt, wir haben jetzt hier mittlerweile wirklich dieses ganz, ganz knappe Endgame, glaube ich, hier ungefähr erreicht. Und das heißt natürlich 40 Sekunden, dass jetzt hier nochmal durchgezogen wird. Auf der linken Seite kommt noch der erste Push und jetzt kommt dieser Endgame. Eieiei, gar nicht geil. Also hier nochmal einen weiteren Damage reingezogen, was natürlich nichts Gutes bedeutet. Qnitz mit dem Kick gegen Zexter. 2-3 Situation, um natürlich jetzt hier nochmal die Pushes, die mittlerweile über die Bühne gebracht werden. Fatal Flash hier natürlich mit der linken Seite nochmal diesen, ja, Spieler natürlich am Boden, dass man im Moment nicht auf dem Schirm hat. Muss natürlich aufpassen, dass man die hier nicht rausgeholt wird. Und währenddessen, oh, schöner Engel, aber der Kill geht nicht durch mit 14 Sekunden. Und die Jungs von Sir scheinen auch nach dem zweiten Versuch das Ganze nochmal zu verlieren. Genau, Prodigy Gods schafft also das Ganze hier mit nach Hause zu nehmen. Und somit heißt natürlich, dass ja, der Schlussprodukt ist also gleich. Meine lieben Damen und Herren, was für eine Runde jetzt hier nochmal von den Jungs hier von Swiss Incredible Rabbits, wie auch von Prodigy Gods. Und somit findet man auf Seiten von Prodigy Gods natürlich den Matchpoint und jetzt hier auch die Möglichkeit, das Ganze in einem 7-3 zu beenden. Church Arsenal wird der Spot sein, den man jetzt hier ausspielen wird. Und meine lieben Damen und Herren, Boys und Girls, macht nochmal ein bisschen Hype in den Chat rein. Let's go! Was heißt das natürlich auf Seiten von Prodigy? Ich meine von Sir Swiss Incredible Rebels, das würde natürlich hier bedeuten, dass man jetzt hier tatsächlich in der Möglichkeit wäre, diesen Matchtag zu verlieren. Church Arsenal, wie gesagt, der Spot, damit jetzt hier anspielen würde. Und dann würde man hier somit auch auf diesen Bottom, so gesagt, des Leaderboards auftreten, was natürlich gar nicht geil ist. Der Einzige, der noch unter ihnen wäre, ich weiß jetzt zwar nicht, wer gewonnen hat zwischen Deranged und Wii Sports, was natürlich auch noch gut zu wissen wäre. Aber wie gesagt, das weiß man halt jetzt vorerst mal nicht. Und somit, meine lieben Damen und Herren, starten wir in diese mittlerweile 11. Runde hinein. Das ist die
Vielleicht letzte, aber vielleicht auch zwei letzte, Leute, schreibt nochmal in den Chat rein, Hashtag Comeback, Hashtag sagt zu, das sind natürlich die zwei Motten, die jetzt, ja, Mottos, die wir natürlich jetzt hier nochmal antreten. Und das heißt natürlich für uns jetzt hier nochmal, ja, 27 Sekunden Prep-Phase und für euch jetzt 27 Sekunden, ja, C-Szene natürlich, also die Zeit hier, das Ganze schön. Hashtag Comeback, Hashtag sagt zu, bitte schreibt hier nochmal ein bisschen rein, gebt nochmal ein bisschen Halt für die zwei Teams ab, weil es sind absolut starke Teams, die jetzt hier gerade wirklich aufeinander antreten. 10 seconds to go. Und tatsächlich holt man auf Platten, wo man der Gott vorher auch den Crack. Gut, das ist natürlich gut zu wissen. Damit kann man auch das jetzt hier mittlerweile durchsetzen. Ohne wie gesagt, komplett hinzugefügt. Und somit, meine lieben Damen und Herren, Runde Nummer 11. Wie gesagt, 4 zu 6 oder 6 zu 4 für Prodigy Gods. Jetzt hier in unserem vielleicht letzten Ründchen vom heutigen Abend. Meine lieben Damen und Herren, macht mal ein bisschen Hype in den Chat rein. Swiss Incredible Rebels gegen Prodigy Gods. Und ich würde mal sagen, wir gehen los. Minuten 20 Sekunden nochmal zu spielen. Beide Spieler sind natürlich ready, oder was sind beide Teams sind natürlich ready, hier einen Push zu entgegenzunehmen. Währenddessen hast du auch diesen ersten Breach, der jetzt hier mittlerweile vorne bei Garage angesetzt wurde. 2 Minuten 10 Sekunden. Also die Zeit wird hier um weiteres Increase natürlich. Sam jetzt hier mittlerweile mit dem Long Angle, dass man diesen rausströmenden Spieler hat, natürlich hier nochmal beim Abfangen kann, falls man jetzt hier die Flucht erzielen will. Und es scheint danach, als würde man jetzt hier auf Seiten von Sam langsam aber sicher diesen Angle aufgeben und dann auch auf in Richtung Breach gehen, wo natürlich aber der erste Spieler auf ihn wartet. Glaube ich sogar, genau. Ja, wow. Qness, du bist böse. Also, wow, okay. Das ist natürlich ganz, ganz mieses Ding. Wenn man den Spieler nicht sieht, dann hätte man natürlich ihn absolut nicht... Oh, Qness, Digga. Oh, nein. Finde mal den Opening Frag für Flizzy und Qness ist immer noch dort. Digga, nein. Ah, oh, das kann so böse werden. Oh, no. Gut, never mind. Unten hat sich weiterer Gunfight. Ich will einfach nicht verpassen, dass man dort, dass der Spieler dort diese Situation nutzen kann. Einfach mal wegzugehen und Fatal Flash könnte diesen ersten Entry beginnen. Jetzt hat natürlich auch das Vertical Gameplay. Qness hat das mitbekommen. Oh, Qness, oh. Ich sag, nee. Er bleibt weiterhin in seiner Cover. Noch keiner ist jetzt hier gerade im Gebäude drin. Oder in seinem Raum drin. Man ist halt erst einmal an ihm vorbeigelaufen. Und das hat man halt einfach wirklich gar nicht auf dem Schirm. Wäre das ein Flizzy mit einem Double Kill jetzt hier noch rausgeholt. Und es scheint danach, als würde man hier... Oh Gott, Fatal Flash. Bitte! Qness, finally! Holt sie, geht aus seiner Cover raus, holt sich Fatal Flash raus, Sam mit dem Kill gegen Crank. Und damit hast du jetzt hier mittlerweile eine 2-4-Situation. Und das heißt natürlich Twist Incredible Rebels. Jetzt hier in der Unterzahl, jetzt hier eine Chance, das Ganze wieder rauszunehmen. Währenddessen siehst du hier den ersten Kopf. Und das ist das. Ach, das ist Fleisch, wo den Damage macht. Oh. Miese Dinge, miese Brise, währenddessen 30 Sekunden, wie gesagt, 2 gegen 4 Situationen. Die Jungs jetzt hier vom Prodigy Gods sind jetzt hier tatsächlich drauf und dran, das ganze Match nochmal zu beenden. Währenddessen wird der Pre-Point-Shot nochmal hingelegt. Linke Seite, oh Gott, nee, Sam mit dem ersten Inja und Flizzy findet den Triple Kill. Währenddessen, oh, schöner Schuss, Jam mit dem Kill jetzt hier gegen Qness. Holt sich das Ganze in eine 2 gegen 3 Situation. Jetzt kommt natürlich der Push über die Stairs und auf der rechten und linken Seite wird mal abgehängt, aber der Cross-Angle, der ist es. Flipsy holt sich das raus und somit Was für ein Matcher, was für eine Runde. Jetzt hier nochmal auf Seiten von Prodigy Gods. Wie gesagt, George Arsenal hier gerade nochmal schön gewonnen. Was natürlich wichtig ist. Und das heißt natürlich, das können wir nochmal schön aufschreiben, Runde hinzufügen. Das wird eine weitere wunderschöne Runde sein auf unserem Scoreboard. So wird Finish in the Map. Und das heißt natürlich für uns, wir sind jetzt hier mittlerweile am Ende dieses Matchups angekommen. Meine Güte, was für ein Ding, was für eine Sache. Meine Haare machen wieder mal bergauf. Hashtag Everest. Nevermind, das war gerade ein absolut spannendes Match jetzt hier nochmal zum Ende dieses heutigen Tages. Es war gerade hier nochmal wirklich, vor allem Prodigy Gods scheint tatsächlich zurückzukommen. Und mit Prodigy Gods, mit den Jungs reden wir jetzt dann gleich nochmal in unserem nächsten Interview. Und das wie gesagt auch das letzte Interview vom heutigen Abend. Also, wir gehen jetzt hier erstmal rein. Können wir noch kurz auf Discord. Mal gucken, wer alles drin ist. Ich bitte den Leader von Prodigy Gods in den Warte auf Support oder einfach der mir den, ja, das Interview geben wird. So, das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile in Discord nochmal hinein. Da warten wir dann auch auf den Spieler, 26 Zuschauer. Ich hoffe natürlich, das ist, ja, ich hoffe natürlich, ihr habt einen schönen Abend. Und wie gesagt, das war es jetzt erstmal mit unserem, diesem Match. So, erstmal das natürlich hier. Warte, was haben wir da, was haben wir da? Wer wird uns joinen? Das ist natürlich die große Frage. So.
warten immer noch drauf, wer uns da zugehen wird. So. Scheint danach, als würden die gerade irgendwie nicht, gerade irgendwie, ja, vorhaben reinzukommen. Was das hier nicht so gut ist. Ich bitte nochmal einen Spieler von euch in den Waiting Room zu kommen auf dem Clash of Royals Discord Server für das Interview. Danke. Wisst ihr was? Wir warten jetzt hier einfach noch kurz knapp eine Minute. Ja, machen jetzt hier auch noch kurz einen Timer. Und falls sie jetzt einfach nicht kommen, Digga, dann würden wir einfach das Interview abbrechen. Dann würde es halt kein Interview heute geben. Was natürlich schade wäre. Aber wie gesagt, wenn man das vergisst, ist man ein bisschen selber schuld. Man ist mal no front, aber trotzdem. Mal gucken, gehen wir jetzt mal Timer, machen jetzt hier mal los. Und deshalb, wir haben jetzt ja mittlerweile ein bisschen zurück. Ja, machen jetzt einfach bis um 30 Sekunden. Wenn das nichts ist, was es auch im Moment scheint hier zu sein, werden wir vorerst mal kein Interview den Jungs geben. So, erstmal moin, was geht, und beim nächsten Mal bitte ein bisschen schneller antworten. Das wäre, wie gesagt, ich bin auch müde. So. Ja, hat sich gesagt. Crank ist erstmal gemutet. Genau. So, warte. Nein, muss er nicht, weil das er genau gesagt hat. Ich bin mir sicher, dass das nicht gut ist. Gut, also erstmal an euch. Natürlich GG. Ja, Glückwunsch, dass ihr natürlich das Ganze gewonnen habt. Ich meine, nach eurem ersten Spieltag gegen Turtle eSport Youngsters hat es ja nicht wirklich goldig ausgesehen. Aber jetzt kommt man natürlich mit zwei neuen Spielern dabei. Da ist jetzt die Frage, wird man jetzt auch so, hat man jetzt heute mehr auf Strats gespielt oder ist das jetzt halt heute wieder ein bisschen, mal gucken, was man erreicht? Wir spielen eigentlich so in so einer Fun-Konstellation, sag ich mal. Also jeder, der Bock hat, spielt gerade mit. Ja, also wirklich trainieren tun wir jetzt auch nicht. Also keine Ahnung, wir spielen einfach so, wer gerade da ist, der spielt mit. Ah, okay, das ist schön zu wissen, dann allgemein habt jetzt hier, also, ja, sorry. Also wir sind jetzt auch kein festes Team. Ja, ich weiß, aber trotzdem, ja. Proji Gods Academy Team spielt ja auch bei der DSBL mit, das heißt, ihr spielt ja mehrere Ligen in diesem Falle. Das ist aber natürlich für mich nochmal die Frage aufgepoppt, ihr habt jetzt gegen Swiss Incredible Rebels gespielt, gegen ein Team, was auf Clubhouse sehr, sehr stark ist. Hat man das jetzt einfach, wie gesagt, da wieder auf gut Glück gemacht, weil gerade alle Bock hatten auf Dings, oder war man sich nicht mal bewusst, dass eigentlich Swiss Incredible Rebels, wie gesagt, auf dieser Map sehr stark ist? War uns nicht bewusst. Okay. Also kam ja jetzt auch nicht so rüber. No front. Wir haben uns einfach so ein bisschen geredet und haben gedacht, ja, Clubhouse, haben wir Lust drauf, kein Konsulat, einfach so ein bisschen gechillt Clubhouse. So. Ja. Ist halt angenehmer zu spielen als Konsulat, wenn du halt kein festes Team hast und nicht so eingespielt bist als Team. Okay. Ja, dann natürlich sehe ich hier auch noch gleich, ihr habt jetzt hier im letzten Match, wie gesagt, damals ja gegen Turtle ziemlich aufs Maul bekommen bei Villa. Euer nächstes Match wird ja dann in diesem Fall gegen einen der Top-Competitor nochmal sein, gegen ein Wii Sports Team LFN. Da ist die Frage, darf vielleicht ein bisschen vorbereiten machen, weil wie gesagt, wenn man jetzt hier das gewinnen würde, hätte man natürlich für diese erste Hälfte sicher mal ziemlich gut, hätte man schon mal 6 Punkte mitgenommen, was natürlich bedeuten könnte, dass man im höheren Baum drin ist, somit auch in Richtung Preisgeld wandert. Wird man jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr losgehen oder wird es einfach jedes Mal so sein, dass man mal einfach mal ein paar reinholt, ja, Spaß am Ding hat? Ich schätze mal so ein Zwischending. Denk mal, das wird so bleiben, oder? Also keine Ahnung, ich habe jetzt auch seit 2 Monaten nicht mehr gespielt. Das war gefühlt mein erstes Competitive Match wieder. Ja. Hat man auch gesehen.
Aber naja, habe jetzt eh nicht so auf komplett ernst gespielt, naja. Okay, das ist interessant, gut, ja. Kann man ja natürlich mal machen. Hoffe natürlich trotzdem, dass ihr euch hier an an diesem Cup ja, amüsieren werdet. Weil, wie gesagt, für euch würde es dann, falls man auch hier rausfliegen würde aus der Royal Stage, würde es euch ja natürlich in der nächsten Zeit oder besser nach der Stage dann nochmal in die Relegations gehen. Da ist natürlich auch noch für die Frage, wird man jetzt hier bei der Season 2 überhaupt antreten oder wird das jetzt hier einfach nur noch eine Season sein und dann würdet ihr hier rausgehen? Das ist noch nicht sicher. Okay. Ist noch eine Frage, die im Raum steht, wie es generell weitergeht mit Prodigy Gods. Okay, weil das war ja auch ein Absplitter jetzt hier von XX Vortex. Dann zu allgemein von dem Team Zusammenstellung, von wo kommt das jetzt eigentlich? Oder gibt es die Spieler, die noch in anderen Orga spielen? Oder ist das wie gesagt jetzt einfach nur Prodigy Gods in dieser Orga? Wie meinst du? Ich meine, Dings Crank hat früher bei Faint gespielt. Ich denke sicher mal, dass jetzt wie gesagt so ein Fun-Team besteht meistens aus Spielern aus mehreren Orgas. Ach so, ja, ah, jetzt verstehe ich frei. Ja, Also, die Sache also. war die, Ben war ja vorher Main Team. Willst du reden, Ben, oder was? Ne, kannst du auch erzählen, oder? Okay, also Ben war früher Main Team, so mit mir. Und viele sind ja gegangen, deswegen haben wir uns ja aufgelöst. Und Ben ist jetzt halt noch so einer der Spieler, die ist einigermaßen aktiv noch spielt, Rainbow. Und Fleezy und Qnus sind vom Academy Team. Und Bird ist halt, Bird und noch zwei andere sind einfach so Freunde, die wir kennen. So. Okay. Das ist natürlich schön zu hören. Wie gesagt, euer Vote wird ja nachher auch wieder auf YouTube sein. Ich wünsche euch viel, viel Glück jetzt hier in eurem nächsten Match. Habt ihr noch irgendwelche letzte Worte jetzt an die mittlerweile noch 22 Zuschauer hier im Chat drin? Wenn du. Schönen Abend noch. Ja, schönen Abend, genau. Jetzt, dann wünsche ich euch natürlich einen schönen Abend auch an meiner Seite und ja, danke fürs Interview. Wir gehen jetzt mal nochmal raus. So, meine lieben Damen und Herren, das heißt natürlich für uns, dass wir jetzt hier mittlerweile wieder den Matchtag beendet haben. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend, vielleicht in diesen ja, weiteren Hostes, wir weitergehen. Morgen um 14 Uhr geht's weiter. Nee, 14:15 Uhr machen wir den Start des Dings. Und dann um 14:30 Uhr starten wir mit der Pre-Show, falls ich das Ganze nicht verpenne, was ich natürlich hoffe. Dann geht's morgen mit der SGL und vielleicht werden wir morgen auch tatsächlich die ersten Interviews mit Facecam haben, was ich natürlich sehr, sehr hoffe. Hab das vergessen heute einzustellen, weil wie gesagt, ein bisschen müde, bla bla bla. Das war's aber jetzt erstmal von mir. Absolut GG nochmal an beide Teams. Prodigy Gods holt das Ganze mit nach Hause. Schnappt sich somit ja, diese Weiterführung oder besser geht jetzt hier in diesen nächsten Spieltag mit 3 Punkten insgesamt gegen Resports LFN, was natürlich ein absoluter Top-Competitor wird. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis später oder bis morgen.